habe auch etwas in Erfahrung gebracht. Wir müssen uns treffen. Wo diesmal? Müllverbrennungsanlage? Verlassene Endcard-Station? Im Süden von Japantown. Da gibt's einen Straßenmarkt. Auf einer Brücke über der Hauptstraße. Benutze den Fahrstuhl, da verläuft man sich leicht. Ich bin schon unterwegs. Lass mich nicht warten. Da! Eine Freundin guter Knarre. Elisabeth hier. Wir kennen uns noch nicht. Mein Mann und ich brauchen Hilfe bei einer heiklen Sache und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Boy. Was ist so heikel an der Sache? Das sollten wir persönlich besprechen, wenn es dir nichts ausmacht. Können wir uns treffen? Ja, treffen wir uns. Ich schicke dir die Adresse. Bis dann. Ich habe einen super Job für dich. Ich habe gehört, wenn Vako super Job sagt, ist es meistens ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Die Sache ist heikel. Okay, gib mir die Details. Ah! Ah!
Wurde der Mann schuldig gesprochen? Verdient er wirklich den Tod? Sehe ich für dich etwa aus wie eine Richterin? Was genau hat er getan? Ich bin auch keine Reporterin. Willst du den Job oder nicht? Okay, bin dabei. Oh. Der Kunde wartet in einem Auto an der Ecke Sixth und Brandon. Wieso im Auto? Der Kunde will mitkommen und dabei sein, wenn du dem Kerl eine Kugel in den Kopf jagst. Viel Glück! Ich verstehe das nicht. Hat Arasaka nicht genug eigene Leute? Sehen Sie sich um, Sir. Die Stadt läuft heiß. Die Anzüge wissen, dass ein Funke reicht, um Japantown zum Überkochen zu bringen. Und Unruhen zerschlägt man mit Leuten, die nicht deinen Namen auf der Stirn tragen. Ah, da bist du ja. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Goro, schön, dich zu sehen. Ich auch. Ich habe selbst ein paar Informationen beschafft. Weißt du, wer Arasaka-sama am meisten mit der Parade ehren wollte? Sein Mörder. Die Ironie macht mich krank. Was hat Yorinobu davon? Der gibt doch einen feuchten Furz auf Tradition und Ehre. Allerdings. Japanische Tradition ist nur ein Aspekt. Yorinobu will auch seine Macht demonstrieren. Die Festwagen werden schön sein. Aber ein geschultes Auge wird darin eine geheime Botschaft an seine Feinde erkennen. Ach ja? Und die lautet? Ich bin hier, Gumindomo. Passt lieber auf. Nicht gerade subtil, oder? Ich verstehe immer noch nicht, was uns das bringen soll. Mir ist etwas eingefallen. Sieh nach oben. Die Dashi-Wagen kommen genau hier lang. Wenn ich irgendwie auf Hanako-samas Wagen käme, würde ich unter vier Augen mit dir reden. Und wie? Na, indem ich springe. Das kriegst du nie hin, Goro. Das könntest du nicht mal, wenn du noch all deine Implantate hättest. Moment, wie? Nicht so voreilig. Während du krumme Geschäfte gemacht hast, habe ich mehr über die Festwagen erfahren. Sie werden alle am selben Ort aufbewahrt. Im Arasaka Industriepark. Dort bereiten sie sie vor. Wir müssen dort einbrechen, den richtigen Wagen finden und sein System mit einem Virus infizieren. Dann kannst du die gesamte Security deaktivieren, kurz bevor ich hineinspringe. Viele Möglichkeiten, das durchzuziehen. Dafür brauche ich... Ich weiß, was du brauchst. Ist schon erledigt. Ich habe einen infizierten Splitter. Der war nicht billig, aber der Verkäufer meinte, er wird garantiert funktionieren. Wo hast du diesen Splitter her? Andere Kanalseite. Kabuki?
Dann könnte der wirklich was taugen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Asse im Ärmel. Gut zu wissen. Es gibt noch was zu besprechen. Den Wagen zu kapern ist eine Sache. Aber die Security macht mir Sorgen. Besonders die Scharfschützen. Ich werde ein leichtes Ziel sein. Aber ich könnte die Lösung haben. Okada erwähnte die Stadtkameras. Wenn wir sie hacken können, sehen wir genau, wo sich die Schützen befinden. Du kümmerst dich um sie. Klar doch. Ich muss mal wieder die ganze Drecksarbeit erledigen. Wollen wir tauschen? Was willst du hier sagen? Hä? Hallo, ich bin Vi. Ich mag Sushi. Hanako-sama kennt mich. Nur ich kann das tun. Und nun, was sagst du zu einem kleinen Testlauf mit dem Spritter? Der Kamerakontrollraum ist vor uns. Du musst nur darauf zugreifen und das Netzwerk infizieren. Mhm. Und in der Zwischenzeit machst du was? Ein Bierchen zischen? Während der Arbeit rühre ich keinen Alkohol an. Ich passe auf dich auf. Na los! Funktioniert. Und? Das System hört auf uns. Der Splitter funktioniert. Gut, das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen, wird nicht ganz so einfach. Aber bevor wir dazu kommen... Setz dich. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Gib mir das Beste, was du hast. Heute empfehle ich die Jagdtorte. Irgendwas, das nicht von hier ist. Bitte. Wir sehen uns morgen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Saka-Scheißer könnte nützlich sein. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Der braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Schön, dass du es ähnlich siehst. Man weiß nie, was ein Hund denkt. Vielleicht dasselbe wie du. Was ist das? Jagdtolli. Okay, ich habe alles durchgebracht. Erstens, wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hanako-samas Festwagen. Zweitens, mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützen auf der Parade. Drittens, ich springe in den Wagen. Viertens, ich sage Hanako-sama die Wahrheit. Fünftens. Oda macht uns kalt und pisst auf unsere Leichen. Er wird Hanako zu keiner Zeit allein lassen. Oder wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Was ist mit mir? Das ist etwas anderes. Du solltest dich von ihm fernhalten. Ist das dein persönliches Seppuku-Ritual? Was? Wieso? Soweit ich das sehe, bringt uns dein Plan beide um. Wüsste echt gern, warum. Das Risiko ist hoch, ja. Aber welche Wahl haben wir? Hanako-sama ist unsere einzige Chance. Du hast nichts zu verlieren.
wie ich. Ich sehe es in deinen Augen. Und nun trennen wir uns. Aufklärung ist erforderlich. Was machst du? Du bist ein Fremder in einem fremden Land. Ich komm mit. Stimmt. Und du mit deinen Fähigkeiten. Mit deinem diebischen Geschick. Gut, wir machen das gemeinsam. Hoch, lauter, lauter! Jarinoppe. Höchstpersönlich. Als das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht eliminiert. Und die? Wenn sie sich ihm ergeben. Sagen Sie mir, was war dann die Ermordung meines Vaters? War das keine Provokation? War das nicht eine? Arasaka, ein Imperium für die Ewigkeit. Bevor Yorinobu es von innen angezündet hat. Alles begann mit ihm. Die Fraktionen, die Machtkämpfe. Das alles ist Xor. Es gibt Fraktionen innerhalb Arasaka? Welche? Es gibt drei. Kiji, Hato und Taka. Kiji wurde in Stabilität und die alte Ordnung. Sie stehen fest hinter Hanako-sama. Hato sind Liberaler und unterstützen Michiko-sama, Saburos Enkel. Über sie weiß ich nur wenig. Die Dritten im Bunde sind Taka, Verräterhunde, die hinter Yorinobu stehen. Und dann gibt es ein paar kleinere Fraktionen. Erzähl mir ein andermal von ihnen. Woher hat Yorinobu diese rebellische Ader? Das weiß keiner. Vielleicht kann ich ihn das bald fragen. Persönlich. Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Hätte seinen Sohn an der kurzen Leine halten können. Arasaka-sama war ein starker, disziplinierter Mann. Der stärkste, den ich je gekannt habe. Und doch zeigte er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu? Für seine Tochter. Yorinobu seine Bande gründete und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte, hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können. Aber er tat es nicht. Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihren Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Verstehst du? Hanako-sama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Warte, glaubst du, sie trägt eine Mitschuld an Saburos Mord? Ich glaube, wir alle sind schuld. Wir haben uns austricksen lassen. Doch jetzt korrigieren wir diesen Fehler. Kommst du mit? Ich komme allein hin, danke. Also gut. Ich gehe auch bald. Wir sehen uns dort.